region. We now leave from the 12,000 seats in is unsere Chance. Bis 2019 endlich das Entgelt pro Stunde zu bekommen, was unsere Kolleginnen und Kollegen in den älteren Bundesländern haben. Und dieses Jahr geht es um mehr Einkommen. Wir wollen raus aus dem Niedriglohn. Wir haben viel mehr verdient, als ihr bisher bekommt und als die Arbeitgeber uns jemals anbieten können. Dieses Jahr muss die Regelung stehen, die tarifliche Regelung zur Anpassung der Löhne Ost an West. Das müssen wir dieses Jahr durchsetzen. Wir kämpfen aber auch für den Einstieg in ein Weihnachtsgeld. Natürlich ist das dieses Jahr ein großes Paket, sagen die Arbeitgeber. Aber ihr habt es auch längst erarbeitet, dieses Paket. Ich grüße euch alle hier in Magdeburg. Ich bin hier die Betriebsratsvorsitzende von Piepenbrock. Grüß die Piepenbrocker, die hier sind. Ich bin stolz, dass mein Betriebsrat fast vollzählig heute da ist. Also wir haben jetzt alle Urlaub genommen, weil das für uns wichtig ist. Ja, was soll ich sagen? Ich bin stellvertretende Bundesfachgruppenvorsitzende, bin die einzigste von den in der Tarifverhandlung vom Osten. Und ich werde für uns kämpfen. Das kann ich euch heute und hier versprechen. Aber ich brauche euch dazu. Wir brauchen euch. Das ist wichtig. Für mich ist das Wichtigste. Das Allerwichtigste in dieser Tarifrunde ist für mich, Angleichung Ost-West, 1.1.19. Ohne den geht gar nichts. Macht Aktionen in den Betrieben. Ich rufe die Betriebsräte auf. Macht Betriebsversammlung. Verlängert eure Pausen. Zeigt den Arbeitgebern, ihr steht hinter der Tarifverhandlung, ihr steht hinter der Tarifkommission. Das ist für uns das Allerwichtigste.